Ja, willkommen zu einer neuen Folge Spektrum. Wir reden jetzt heute über den Algorithmus und dafür haben wir zwei Gäste. Einmal den bekannten Tax-Evaluism und Johannes, der auch noch ein interessantes Konzept vorstellen wird, was besonders ja, die jungen Leute ansprechen wird, weil es auch um Gegenkultur geht. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, ich auch. Und ich fange direkt mal an und gebe einen ganz, ganz kurzen Überblick über Algorithmus. Also Algorithmus, darunter versteht man im Endeffekt ja die nicht gewaltvolle Revolution durch Gegenökonomie mit dem Ziel, eine auf Freiwilligkeit basierende Gesellschaft zu erschaffen. Genau, das wurde von Samuel Edward Conkin den Dritten ausgearbeitet. Gibt es auch gute Texte von ihm zu, unter anderem New Libertarian Manifesto, für die, die tiefer einsteigen wollen. Wir steigen jetzt aber schon direkt richtig ein in den Fall und ich übergebe mal an den Markus. Ja, was Tax Evaluism schon richtig gesagt hat, das Beste am Algorithmus ist natürlich, dass er gewaltlos ist, weil die Libertären, das NAP ist ja jetzt eigentlich kein leeres Versprechen und mit so linken Fantasien wie einer Revolution, da werden natürlich immer unbeteiligte Dritte mit reingezogen, was wir verhindern wollen und besonders für etwas jüngere Leute wie uns jetzt. Ist es natürlich auch wichtig, dass man, wenn man politisch oder in unserem Fall ja gar nicht politisch, aktiv ist, dass man quasi auch eine Gegenkultur hat und dafür braucht es natürlich Konzepte. Und da finden sich so manche im Spektrum des Algorithmus und über eins werden wir heute besonders sprechen. Und genau deswegen haben wir auch den Johannes als Gast. Ja, was man dazu vielleicht noch anbringen kann, wer sich noch ein bisschen mit einem Comic in Algorithmus rein fuchsen will, kann ich nur empfehlen. Alongside Night heißt das, gibt es als Graphic Novel, also als Comic von J. Neil Schulman. Und das beschäftigt sich auch mit Algorithmus. Kann man auf jeden Fall mal reingucken, gibt es auf Amazon. Genau. Nachher stelle ich noch ein anderes Buch vor. Passend zum Thema. Grundsätzlich geht es bei Algorithmus eben darum, durch zum Beispiel Schwarzmärkte einfach unter dem Radar Freihandel zu betreiben und damit eben den Staat zu zersetzen. Und das eben das, was wir meinen, wenn wir sagen, es ist gewaltfrei und man braucht keine blutige Revolution dafür. Ja, genau. Also eher den Staat eben auszutrocknen, indem man ihm die Mittel abzieht, eben ja Peer-to-Peer handelt. Also es wird da auch nochmal unterschieden, also nicht nur zwischen Schwarzmärkten, sondern es gibt auch sozusagen graue Märkte nach dem Konzept. Und das sind dann so Sachen wie zum Beispiel so ein Garagenverkauf. Ja, da wird auch niemand Steuern für zahlen und die meisten Leute sind auch irgendwo zumindest ein bisschen algorithmisch veranlagt, dass sie das auch machen oder beziehungsweise bei so einem Flohmarkt, da zahlt auch niemand Steuern und das ist allen bekannt und eigentlich auch allen egal. Ja. Ja, besonders, das vergessen ja immer so viele, also eigentlich der Großteil unseres Lebens ist ja Anarchismus, weil die meisten Sachen sind ja gar nicht durchreguliert, noch und zum Glück. Und genau das will der Algorithmus halt einfach ausbauen, weil die Sachen, die nicht reguliert sind, funktionieren einfach tausendmal besser. Und dafür, dass man das aber quasi auch hinbekommt, braucht es auch eine Gegenkultur und da kann Johannes einmal ein bisschen was zu erzählen, was halt aus seiner und auch unserer Erfahrung jetzt relativ wichtig dafür ist. Ja, also grundsätzlich bin ich ja erstmal hier eingeladen, um über mein Herzensprojekt, das Café Agora, zu reden. Beziehungsweise dieses ganze Konzept, wie ich darauf gekommen bin, was ich gleich vorstellen werde, was das überhaupt ist eben, dass mir aufgefallen ist, dass Linke vor allem eben zum Beispiel kleine Kneipen besitzen, eigene Festivals, Punkbands haben. Eigene Kleidung tragen, Sticker, Buttons, das ganze Programm, also diese ganze Lebenswelt, das, was ich jetzt einfach mal unter dem ja schon etwas vorbelasteten Begriff Gegenkultur fassen würde,
zusammenfassen würde. Und dass das bei Liberalen eben überhaupt nicht der Fall ist. Also du kannst, also was soll das sein, liberale Musik? Oder wie würde ein liberaler Dresscode aussehen? Selbst auch die Neurechten haben das mittlerweile, also namentlich die identitäre Bewegung zum Beispiel, selbst die kriegen das irgendwie hin, ganz krude Gegenkultur, Identität, also du kannst dir dein Haus identitär einrichten, genauso wie du dein Haus punkermäßig einrichten kannst. Und ist eben die Frage, wenn wir politisch erfolgreich sein wollen, dann müssen wir das halt nicht durch irgendwelche komischen Wahlkreise wie bei den Julis oder so. Also wir können darauf nicht setzen, sondern wir müssen den Leuten irgendwas bieten. Und was bieten die Liberalen den Leuten? Nichts. Also rein überhaupt gar nichts, außer mal den Juli-Stammtisch oder den liberale Hochschulgruppe-Stammtisch, wo sich die Leute dann mit Bier betrinken und aber bei jedem Bier nicht unbedingt liberaler werden, sondern eben das Gegenteil. Und das ist eben nicht ist nicht zielführend. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was ist denn das Wichtigste, wenn man langfristig auch so kleine Gruppen aufbauen will. Wie hält das lange zusammen? Geht das, indem man sich einfach die ganze Zeit auf Discord trifft und rumlabert und sich dann auf Discord beeft oder auf Twitter, weil der eine ja nicht anarchokapitalistisch genug ist oder der andere zu anarchistisch ist, also oder zu agoristisch. Also ja, Agorismus ist eigentlich auch nur ein fancy Wort für kriminell. nee, geht natürlich nicht, sondern die einzige Möglichkeit, langfristig mit Gegenkultur, eine Gegenkultur aufzubauen, damit es Erfolg zu haben, ist eben regelmäßige Treffen in Person. Anders geht das nicht. Und wie kann man das organisieren, ohne gleich den Juli-Stammtisch am Ende zu haben? Ja, es wäre doch irgendwie geil, wenn es zum Beispiel so eine Art Begegnungsstätte, Kneipe, Zentrum oder sowas gäbe, wo sich dann zum Beispiel Libertäre regelmäßig eben auf ein Bier treffen können. Und genau, und darum geht es im Prinzip beim Café Agora. Okay, ja, sehr gut zusammengefasst. Auch hört sich mega interessant an. Und besonders für mich ist das, also das hört sich vielleicht ein bisschen blöd an, aber für mich sind das echt Privatstädte in klein. Und die finde ich generell richtig geil. Ist eins der mit der erfolgsversprechendsten Konzepte im heutigen Libertarismus. Und genau deswegen, also Titus Gebel ist halt auch einer richtig underrated in der libertären Szene, weil es gibt halt richtig viele Leute, die zum 10. Mal irgendwie Mises interpretieren oder irgendwie halt Theorie gibt es wirklich zur Genüge. Und da sind halt Leute, die halt so richtige Macher sind, die fehlen halt ein bisschen, obwohl es da richtig viel Potenzial gibt. Und genau in die Richtung geht das ja, das Café Agora-Konzept. Und genau deswegen ist das ja auch so wichtig. Ja, da kann ich aus einem linken Lied zitieren. Die einen wollen nur theoretisch und den anderen fehlt die Theorie. Und ich bin eben für die Leute da, die sozusagen bis dato nur theoretisch eben vom Libertarismus überzeugt sind und dass sie mal ins Machen kommen. Also das ist so ein bisschen das Konzept dahinter, aber im Café Agora kann man sich auch Theoriebildung aneignen, also da kommen wir nachher vielleicht noch zu, aber wir haben zum Beispiel auch so ein kleines Bücherregal, wo sich jeder was ausleihen kann, was reinstellen kann, das funktioniert auch sehr gut, also keine Tragik da am Ende hier, sondern die Leute machen das, aber nochmal zurück, bevor ich jetzt abschweife, ja, es ist so eine Art kleine freie Privatstadt und das ist auch das Konzept und das ist auch, warum wir die Segel mit der Fahne eines Piratenschiffes eben als Logo haben. Es gibt da ein ganz cooles Buch, das heißt Libertalia, das ist Libertalia, die utopische Piratenrepublik von Daniel Defoe. Es gab eben damals diese Piratenrepublik Libertalia und in dem Buch wird eben auf die politischen Verhältnisse dort eingegangen und das war auch so ein bisschen die Inspiration, eben zusammen auch mit Leuten, die zum Beispiel Seasteading betreiben, falls ihr das kennt, also gibt es verschiedene Arten von, zum Beispiel sich eine Bohrinsel zu kaufen oder es gibt sogar, ich glaube, es gibt ein Seasteading-Projekt, wo die so riesige Supertanker zusammengebunden haben und dann eben auf internationalen Gewässern quasi eine freie Privatstadt
gebildet haben. Da lass mich einmal kurz einhaken. Sehr gern. Da muss ich wirklich zu sagen, gebt euch den Film Die Roseninsel. Ich weiß nicht, ob der noch irgendwo verfügbar ist, aber das ist genau, wenn ihr wirklich erklärt haben wollt, was Agorismus ist. Das ist halt, also guckt euch den Film einfach an. Das ist ein Typ, der ist der ultimative Agorist, ohne es selber zu wissen. Und einfach nur richtig geil. Also guckt euch den Film an. Auf jeden Fall, schaut euch den Film an. Genau, und ich hatte eben für ein Thema gesucht, wie soll denn jetzt so ein libertärer Freiraum aussehen? Und das erste Thema, was mir eingefallen ist, waren eben so diese Seemanns-Piraten-Ästhetik und so ist dann eben das Café Agora auch geworden. Also vielleicht nochmal von ein bisschen von vorne anfangen. Das Café Agora ist ein kleiner angemieteter Raum, den wir haben, irgendwo. Und es gibt mittlerweile auch ein zweites Café Agora, irgendwo. Da können wir nachher noch drauf eingehen. Und eben das ursprüngliche Café Agora, um das ich mich unter anderem kümmere, das ist eben stark mit Piraten und Schiffbezug. Und das kommt eben daher, was ich gerade angesprochen habe. Und wir sind natürlich auch verwegene Großstadtpiraten und verwegene Agoristen, die ihr eigenes Ding machen, wie als wären wir eigentlich alle auf einem Piratenschiff, das über die freie See braust. Genau, und ja, wir hoffen, dass noch viel mehr dazukommt. Wir arbeiten ja auch zusammen mit Liberty Rising, auch mit den Marktradikalen, mit auch der neu gegründeten Partei, die Libertären, also die kommen uns manchmal besuchen. Und es ist eben eine Begegnungsstätte sozusagen, wo halt sich halt die verschiedensten Leute, ob liberal, ob libertär, eben halt treffen können und dann einfach mal gemeinsam einen Freiraum genießen können, in dem Sinne, dass man einfach mal auch unter seinesgleichen ist, unter normalen Leuten und so ziemlich machen kann, was man will und einfach mal eine Auszeit hat von der Außenwelt und das schweißt dann eben auch zusammen. Ja, ich glaube, man kann sagen, wer das Sunrise vermisst, der braucht ein Café Agora bei sich in der Nähe, weil das gibt immer wieder so ein bisschen Throwbacks, finde ich. Jeden Freitag Sunrise. Im Prinzip, das hat ein Matrose von uns mal gesagt, es ist jedes Wochenende wieder wie Urlaub. Das ist ein Originalzitat und so sehe ich das auch. Also wir haben zum Beispiel, wir haben schon über 50 Veranstaltungen im originalen Café Agora abgehalten und wir denken uns halt jede Woche was anderes aus. Bei vielen wart ihr ja auch, ihr zwei oder einer von euch auch dabei und wir können ja gleich vielleicht nachher noch ein paar Anekdoten erzählen. Ich kann ja jetzt mal vielleicht so ein bisschen ein paar Veranstaltungen vorlesen, damit ihr so einen Eindruck habt, die Zuhörer. Zum Beispiel haben wir da den Triadenabend, das sind eben die Triadentreffen von Liberty Rising, die finden da eben zum Beispiel auch statt, ab und zu. Dann haben wir natürlich so zum Beispiel Guinness-Abend, wo wir dann Guinness trinken und alles ist irisch und so. Halloween, Bowle-Abend, wo es dann halt eine große Bowle gibt, die schön gemacht wird. Starkbier-Abend, eine Weinverkostung hatten wir richtig mit Bogen und allem und jemanden, der sich mit Wein auskannte und einer Käseplatte. Craft-Bier-Abend, einen Lesekreis hatten wir jetzt schon zweimal. Wir haben Atlas Shrugged von Ayn Rand gelesen. Tut mir leid, der Fountainhead von Ayn Rand. Tiki-Abend hatten wir zweimal, letztes Weihnachten hatten wir Glühwein und Wichteln, da haben sich alle gegenseitig beschenkt, Feuerzangenbowle, ein Pokerabend, natürlich ohne Geld, Telefonstreich, Kuba Libre-Abend, Cider und Dart-Turnier, Geburtstage werden da gefeiert, wir hatten ein Whisky-Tasting, wir hatten Prohibitionsabend, wo jeder seine Getränke verstecken musste und die heimlich dann in seine alkoholfreien Getränke irgendwie schmuggeln musste, ohne dass es der Wirt merkt. Redneck-Abend, wo wir uns im Park getroffen haben und alle uns wie Rednecks angezogen haben und gegrillt haben. Und zum Beispiel mexikanischen Abend, da gab es dann Tacos, die einer gemacht hat, der Mexikaner ist. Und halt eben Tequila und Corona-Bier. Damit ihr mal so einen Eindruck habt, sowas ungefähr findet da eben statt und zum Beispiel ist das dann auch immer in Verbindung, also nicht immer, aber oft in Verbindung mit politischen Sachen. Zum Beispiel beim Kuba Libre Abend hatten wir einen Vortrag über die Freiheitsbewegung in Kuba, gerade als da damals diese Proteste waren
Da gab es dann eben eine Präsentation darüber von jemandem, der sich damit beschäftigt hat. Oder ja, also es geht da auch einfach darum, Spaß zu haben. Beim Whiskyabend erzählt man dann, oder beim Prohibitionsabend, da gibt es dann halt noch kleine Anekdoten zum Thema Prohibition und wie das alles nicht funktioniert hat und der Alkoholkonsum hochgegangen ist und die Kriminalität und die modernen Bandenkriminalität aus Amerika ja auch seinen Ursprung in der Prohibition hat, solche Sachen. Also es ist eben der Spagat zwischen komplett Stock im Arsch, nur Politik, immer reinschaufeln, das ist eben, was wir nicht wollen, aber auch einfach nicht einfach nur sich zu besaufen. Also ich kann zum Beispiel sagen, es wird viel getrunken, aber es hat sich noch nie jemand übergeben im Café Agora oder irgendwie, es gab noch keine Schlägerei oder sowas. Und da bin ich eigentlich auch sehr stolz drauf und froh drüber, weil es ist da wirklich eigentlich immer gute Stimmung und die Leute haben einfach Spaß. Ja, du hattest mir auch dazu einmal was auf den Sunrise gesagt. Nämlich, ich habe gefragt, also ich bin der, der noch nie in dem Agora war, über das wir gerade reden. In dem anderen schon. Darüber reden wir aber später nochmal. Dass es halt wirklich deutlich unpolitischer ist bei euch, als ich es mir vorgestellt habe. Weil du meintest, dass die Gespräche bei euch halt sich fast nie um Politik drehen. Und das finde ich eigentlich auch richtig gut, weil es ist halt ein Value an sich halt mit Gleichgesinnten mal untereinander zu sein im richtigen Leben. Und da muss man sich dann nicht die ganze Zeit über Politik austauschen, weil meistens, wenn man sich halt trifft, dann hat man andere Interessen, die halt genauso matchen, weil die meisten Libertären halt auch richtig korrekte Leute sind. Und über Politik hat man sich dann meistens eh schon genug unterhalten, irgendwie auf Discord oder so. Richtig, und wie du schon gesagt hast, das hängt ja auch miteinander zusammen. Also die Leute, die sich in der Politik halt, also die halt gegen Zwang sind, die haben dann auch ähnliche Interessen und die verstehen sich dann halt auch dementsprechend gut. So. Und dann zum Beispiel der Taxi, der du hast ja zum Beispiel mal im Agora, da erinnere ich mich noch gut dran, einen Spontanvortrag über Bitcoin gehalten. Hast einfach deinen Laptop rausgeholt und hast uns das alles gezeigt. Und das ist halt auch einfach so wholesome so. Aber da geht es jetzt nicht darum, irgendjemand die politische Meinung aufzudrücken. Also wir haben da auch Gäste, also ich sortiere schon ziemlich aus. Also ich kann ja mal sagen, so Faschos oder sowas lassen wir da natürlich nicht rein. Und wenn wir neue Leute haben, dann treffe ich mich immer grundsätzlich vorher mit denen an einem neutralen Ort auf ein Bier und überlege mir dann, ob ich die einlade oder nicht. Das heißt, wir haben da eben halt auch dementsprechend schon eine Vorauswahl, aber wir lassen da halt auch Liberale rein. Also es ist jetzt kein anarcho-kapitalistischer Unterdrückungsraum, wo alle gemobbt werden, die irgendwie Minimalstaatler sind. Und das heißt also, jeder darf da halt sagen, was der will, solange es halt jetzt nicht komplett asoziale Scheiße ist. Und ja, also da wird jetzt nicht abgehitlert, da bin ich auch sehr froh drüber, zum Beispiel, wie sich das Linken vielleicht vorstellen würden. Das ist halt total zivilisiert und einfach gute Laune und jeder wird da auch so im Prinzip akzeptiert, wie er ist. Ja. Ja, also ich kann auf jeden Fall auch bestätigen, ich war ja schon eben mehrmals da. Es ist sehr based dort. Es macht auch sehr viel Spaß. Also da kann man auch mal eine gewisse Reise auf sich nehmen, würde ich behaupten. Und ja, ich kann es allen bloß empfehlen, wenn ihr based seid, dann schaut mal, dass ihr euch vernetzt und sowas Ähnliches macht. Beziehungsweise vielleicht gibt es das ja sogar schon in eurer Region. Das findet ihr nur raus, wenn ihr selber aktiv werdet. Richtig, kommt zu Liberty Rising, kommt auf den Discord-Server, stellt euch vor, ein paar Vorstellungsgespräche, schaut, ob ihr dazu passt und dann fragt einfach mal rum. Ich kann auch sagen, es ist noch ein, also so ja jetzt schon fast ein drittes in Planung, aber da bin ich gerade nicht up to date, wie da der Stand ist. Und das ist halt das Tolle, dass die Leute das von sich aus machen. Also das war genau der Plan, dass ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt, weil mir das auch persönliche Befriedigung gibt, mir Egoismus einwand. Und ich hatte da Bock drauf und dann habe ich das gemacht. Und dann ist erstmal ein Jahr nichts passiert. Und jetzt können wir ja sagen, letzte Woche hat eben dann das zweite oder nicht das zweite Café Agora, denn das ist ja was anderes, heißt ja Saloon Agora eröffnet irgendwo. Und das ist dann eben zum Beispiel auch einfach ein eigener Stil. Die haben das wie so ein Saloon gemacht, so Cowboy-mäßig, der nicht ganz so wilde Westen. Und
Ja, da, ihr wart ja da auch bei der Eröffnung. Wollt ihr da vielleicht noch ein bisschen davon erzählen? Ich muss ganz kurz, glaube ich, noch, wenn du hier schon Liberty Rising pluggst, auch nochmal die Seite die-marktradikalen.cc/meetups pluggen. Wir haben zwar noch keine Café Agoras, aber wenn ihr euch vernetzen wollt, geht das natürlich auch so. Ich habe zum Beispiel auch schon mal jemanden mitgenommen ins Agora, das war auch sehr nice. Ja, Grüße dem hat gehen doch raus. gefallen. Ja, er weiß, wer, dass er angesprochen ist. Ja, und weil du auch noch den Saloon Agora angesprochen hast, also da war ich tatsächlich dieses Wochenende bei der Eröffnung. Und also ich muss ehrlich sagen, ich hatte hohe Erwartungen, die dann tatsächlich noch übertroffen wurden, weil einfach dieses Thema so heftig umgesetzt wurde. Also ihr müsst euch das echt vorstellen, wie ihr euch so eine Westernbar vorstellt. Also jetzt nicht im echten Westen, so ein Saloon, aber wie wenn irgendwer richtig viel Kapital bekommen hätte und eine richtig geile Westernbar gemacht hätte. Genauso haben die es gemacht, aber halt mit ganz wenig. Also die hatten halt nur sich und jetzt auch nicht mega viel Geld, um das halt vorzubereiten. Und die haben das alles mit Kleinanzeigen sich den Kram da zusammengeholt und es sieht wirklich richtig gut aus. Und ja, war auf jeden Fall ein richtig nicer Abend. Besonders, ich habe da wieder gemerkt, ich muss halt echt regelmäßig so diese Abende haben, weil wenn es nur einmal im Jahr Sunrise ist oder so, das reicht halt einfach nicht. Und genau deswegen ist das halt auch so wichtig, dass wir davon jetzt endlich mehr bekommen, weil die Fahrt war jetzt auch für mich jetzt eher länger. Also ich nehme es auf jeden Fall noch öfter auf mich, weil es halt einfach so geil ist, aber ja, ich fände es besser, wenn es auch in meiner Stadt eins gäbe. Ja, das sagen mir viele, dass das gut für die geistige Gesundheit ist. Also, dass es den Leuten einfach gut tut. Und ja, Grüße gehen auf jeden Fall an die Macher vom Saloon Agora raus. Also, ich habe auch Bilder gesehen. Total beeindruckend. Also, noch viel krasser, als ich mir das vorgestellt habe. Super cool. Und wir hatten uns ja auch vorher kurz geschlossen. Und ich habe denen eben dann auch den Tipp gegeben: holt euch die Sachen auf eBay Kleinanzeigen. Weil. Ja, also ihr müsst wissen, für die Leute, die vielleicht auch mit dem Gedanken jetzt spielen, nachdem sie diesen Podcast gehört haben, auch ein Café Agora zu eröffnen oder sowas ähnliches, das ist gar nicht so teuer, wie man denkt. Also ich war im Prinzip, also nicht alleine, also ich habe schon Leute, die da eben zusammenlegen, aber die Einrichtung und alles zu kaufen, also das habe ich alleine gemacht und man kriegt die meisten Sachen sogar gratis. Also die meisten Sachen, die im Agora sind, hat mir jemand geschenkt. Oder jemand zugeschickt, hier Markus, du hast mir ja auch mal ein Paket mit zum Beispiel Fahnen von einem echten Segelschiff zugeschickt und die hängen jetzt bei uns an der Decke. Oder einfach Was mich mitgenommen. auch jedes Ja. Mal freut, wenn ich Bilder sehe, das macht mich einfach nur glücklich, wenn ich die Fahnen da sehe. Das ist Ja, so es ist doch schön. auch so cool, wir haben dort ein Steuerrad hängen von einem echten Schiff. Wir haben da deine Fahnen hängen an der Decke. Wir haben eine Schiffsglocke, die früher an einem echten Schiff dran war. Wenn jemand die bedient, aus Versehen oder aus Spaß, dann muss der eine Runde ausgeben. Also wir verkaufen da keine Getränke, aber der muss dann halt jedem eine Runde auf Bier aufmachen. Und ja, das ist einfach schön. Und ja, also wie gesagt, ihr könnt das mit ganz wenig Geld durchziehen, wenn ihr einfach nur, ihr braucht so, sagen wir mal, drei, vier andere Leute, die da Bock haben, zusammenzulegen. Und dann kann sich jeder irgendwie so eine Art Raum mieten oder so. Müsst ihr mal schauen, was ihr findet, was zugelassen ist, natürlich in den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und dann kann das im Prinzip jeder selbst umsetzen. Und das ist gar nicht so schwierig, wie man denkt, wenn man da eine Leidenschaft für hat und wenn man Bock drauf hat. Dann macht das sogar richtig Spaß, das da einzurichten und da immer was Neues aufzuhängen und daran zu tüfteln und so. Und dann kriegt das so einen ganz eigenen Charakter. Und das ist eigentlich, ja, ist gar nicht so schwierig. Einfach mal gucken. Und ehrlich mit den Mietern sein. Sagt denen, was ihr da macht. Also, dass ihr euch da trefft und so weiter. Und dann klärt das ab, ob das alles legal ist und dann go. Ja, und ich glaube wichtig, obwohl du das ja auch relativ eigenständig, also wie ich das mitbekommen habe, gemacht hast. Also wenn ihr davor jetzt Leute auf den anderen Meetups kennenlernt, es ist wirklich zu empfehlen, das jetzt nicht alleine auf die Beine stellen zu wollen, sondern sucht euch zwei Yes. stabile Leute, die ihr kennt, wo ihr wisst, die haben da richtig Bock drauf. Und ich glaube, das macht halt auch mehr Spaß. Also wenn man das dann irgendwie zu dritt beim Kasten Bier streichen kann, das ist ja irgendwie besser, als wenn du da alleine stehst. Also natürlich ist auch cool, wenn es irgendwie alleine macht, würde ich sogar noch mehr unterstützen, aber das ist halt einfach mal Ja. so ein Tipp.
Ich muss da lachen, weil ich kann mich erinnern, als wir diesen Raum hatten, da war da nichts drin, das war nicht mal gestrichen. Und dann hatten wir einen Einkaufswagen gefunden, der einfach rumstand. Und dann sind wir damit zum, keine Ahnung, zu irgendeinem Discounter und haben erstmal so eine Palette Turmbräu Radler geholt, so im Hochsommer. Und dann sind wir da halt alle runter mit dem Einkaufswagen, der stand in der Mitte des Raumes, Turmbräu Radler, alles abgeklebt mit Zeitungen und haben halt einfach zusammen gestrichen und diesen Kasten weggemacht. So. Und das war dann halt auch lustig. So. Und dann hat man immer jemanden gefunden, dann kamen, haben sich die Leute die Farbrolle halt in die Hand gegeben, gegenseitig. Und dann kam halt immer jemand anderes, der mit dem Streichen geholfen hat und so. Also, es ist alles machbar. Ich kenne das Bild, deswegen habe ich genau auch das Beispiel gebracht. Ja. Okay, wollen wir sonst noch mal auf unsere Erfahrung? Also ich weiß nicht, Johannes, hast du noch irgendwie eine Story oder hier Tags Availability? Du warst ja auch, also ich war da ja noch nie. Ist ja irgendwas Geiles passiert, was man noch erzählen kann, was da. Ja, zu viel Geiles ist da schon passiert. Also, da weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Aber also, was zum Beispiel auch immer episch ist, also, wir hatten es ja schon, es kotzt niemand, aber manchmal schlafen Leute auf der Couch ein und das ist auch immer sehr lustig. Oh ja, und dann werden da, also klar, Klassiker Fotos gemacht von den Leuten. Genau. Es sind sehr viele asoziale Sachen passiert, deswegen klingt das jetzt hier alles vielleicht etwas zu langweilig, aber die können wir hier einfach nicht erzählen. Aber ja, keine Ahnung, soll ich das jetzt erzählen? Ist halt auch asozial. Oh, lieber nicht, aber sagen wir es mal so. Scheiße. Ja, ich glaube, ich versuch's mal. Also so ein Café Agora, das ist eben ein Begegnungsraum eben auch, wo ja eben unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen, unterschiedliche Dinge auch ausprobieren manchmal miteinander und ja, also Das klingt jetzt so, alle als würden die da möglichen. ficken. Nee, das meine ich nicht. Also das habe ich zumindest noch nie im Agora gemacht. Also ich weiß ja nicht, was da sonst so passiert. Aber nee, also und dann können natürlich auch legale Substanzen konsumiert werden. Ja, rein legale Sachen. Und ja, ich kann eine Geschichte erzählen, die ist schon arg asozial. Ihr dürft euch nicht, das jetzt nicht so vorstellen, als wäre das ständig. Wir hatten einen von uns, der war irgendwie mal alleine da, als wir alle irgendwie pissen waren. Und dann irgendwie 2, 3 Wochen später sind wir dann wieder im Agora, alle einfach da am Rum und uns am Unterhalten. Und dann nimmt er plötzlich unter der Couch vor so eine Flasche, die gefüllt ist mit so apfelsaftfarbener Flüssigkeit. Und kommt raus, ja, ich musste auch pissen, aber ihr habt mich hier alleine gelassen und einer muss ja hier bleiben. Und dann hat er da in diese Flasche gepisst und so, wie lange ist diese Flasche da schon? Und so, das ist ja mega widerwärtig und so, auch so einer, von dem man das gar nicht erwartet. Naja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine gute Geschichte war, aber ja, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich, aber ja, oder was auch einfach schön war, als wir eben im Park sind, wir halt öfters, wir haben da auch manchmal Freiboxen gemacht, also wir haben da Sparring gemacht, wir hatten auch jemanden, der gut boxen kann, der uns das auch ein bisschen beigebracht hat. Und eben auch beim Redneck-Abend, da haben wir dann auch immer manchmal im Park eben gegrillt. Und dann weiß ich noch, dass wir da im Park waren, enorm marktradikal und sozial kalt gegrillt haben. Und dann kam eben so ein Obdachloser kam an und wollte uns dann halt, als wir so geboxt haben, so zeigen, wie man richtig boxt und hat uns so halt voll ins Gesicht gefasst und alles so verändert, dass wir nicht richtig stehen würden und so und uns so dann erklärt, wie man dann doch richtig boxt und so. Ach, ich weiß es nicht. Das sind jetzt die zwei einzigen Anekdoten, die richtig schlecht sind, die jetzt aus der Ecke meines Kopfes gekommen sind. Aber ich kann grundlegend sagen, dass wir eben auch zusammen zum Sport gehen. Also wir sind halt auch durchs Agora Freunde geworden und jetzt eben auch privat die meisten Leute Freunde. Und wir machen halt dann auch einfach Privatsachen zusammen. Wir gehen zusammen pumpen, wir gehen was trinken, auch nach dem Agora. So, wir gehen manchmal einfach ins Agora an einem Abend und dann gehen wir danach noch feiern oder sowas. Und ja, also ich sehe die Leute, die ich halt im Agora kennengelernt habe, zum Beispiel der D, den ihr ja auch kennt, der Mexikaner, mit dem bin ich halt auch jetzt Ja. privat befreundet. So. Und die kommen dann auch alle mit auf Sunrise zum Beispiel. Und wir fahren da zusammen hin mit einem Auto. Und ja, es ist halt so eine eigene Gang geworden. Das ist echt ganz geiles.
Ja, also es war, merke ich jetzt auch, so eine bisschen dämliche Frage nach den Geschichten, weil ich kenne ja auch ein paar Geschichten, also nur um es anzuteasern, also meine Lieblingsgeschichte ist halt einfach der Pokal, aber du kannst es halt einfach nicht erzählen. Okay, ich kann die Du Geschichte kannst. erzählen, okay, aber ich Okay. erzähle sie so, dass es geht. Okay. Also es gibt bei uns einen Preisträger in den Reihen und der hat einen richtigen Pokal von uns bekommen. Und es ist so, ihr müsst euch vorstellen, manchmal machen Menschen Sachen, die sich gut anfühlen, sehr gerne, die sie ihnen vielleicht schaden körperlich, aber die höchst legal sind, höchst legal. Und dieser Mann hat es eben ein bisschen übertrieben gehabt mit den schönen Fühlsachen. Und dann, ja, dann hat er es aber auch gelassen, weil wir sind ja libertär und keine verjunkten Linken. Und dann hat er natürlich von uns den Pokal bekommen. Ja, den Namen können wir jetzt nicht nennen, aber der Pokal ist nach ihm benannt. Der Preis für einen Monat nicht das Schönfühlsachen machen. Und der Pokal steht bei uns noch neben unserem Triadenpokal, neben unserem anderen Liberty Rising Pokal und so, steht noch bei uns im Regal. Ja, kleine Anekdote. Ja, und dieser Typ, der ist jetzt auch, der hat jetzt auch davon abgelassen, weil er jetzt sich Testosteron in den Bauch spritzt regelmäßig und dann kann man das natürlich nicht machen. Also es sind enorm gut gelaunte Libertäre, die bei uns unterwegs sind und es ist einfach schön. Also ich finde es auch wirklich schön. Ich finde es auch schön, wie die ganzen geilen, wie ich die ganze Zeit an diesen besagten Mann denken muss und es einfach nur tausendmal lustiger ist, wenn man den auch persönlich kennt. Ey, der ist zu uns gekommen. Ich kann ja noch mal was über den Mann erzählen. Der Eben. kam zu uns, der kam zu mir am Tag der Hochzeit meiner Tochter und hat mich um einen gefallen. Nee, der kam zu mir als Welpe. Ich habe ihn von der Straße geholt. Er war auf dem letzten Sunrise, also auf dem ersten Sunrise, war er bei uns in der Triade und dann war der noch ein ganz, ganz schmaler Streichholzsohn und ganz ungefährlich und hat in seinem Leben nur programmiert und noch nie irgendwas gemacht, was gefährlich war. Und jetzt, fast forward, 2 Jahre später, ist er ein gemeingefährlicher Anarchist, ultra aufgepumpt, spritzt sich Testosteron und ja, ist einfach gut drauf und enorm breit gebaut und enorm staatsgefährdende Dinge tut er, was ja based ist. So kann man das ungefähr einordnen. Grüße Ja. auf jeden Fall an der Stelle. Grüße gehen Ja, raus. treffende Beschreibung und Grüße gehen natürlich an alle vom Agora raus. Sehr gut, sehr gut. Ja, ansonsten, was ich doch erzählen kann, wir hatten zum Beispiel mal, kennt ihr das Spiel Looping Louis, dieses Kinderspiel? Klar. Ja, Nee. das ist so, da fliegt so ein Flugzeug in der Mitte und du hast so wie so beim Flipper, so Wippen, mit dem du das Flugzeug so abhalten musst, deine Chips wegzuhauen. Und das wird so elektrisch angetrieben, das ist total abgefahren. Und das hatten wir hatten den Looping Louis Abend einmal, da hatten wir das als Trinkspiel. Also wenn dir der Chip weggeballert wurde von dem Flugzeug, dann musstest du halt einen kurzen trinken. Das war auch eine ganz nice Sache. Ja, Also. aber apropos Trinkspiel, du kannst ja noch erzählen, was für ein Brettspiel es gibt. Ja, ach so, ja, es gibt die Agora Schatzsuche. Das ist ein Brettspiel, was wir selber erfunden haben. Das habe ich dann designt und ausgedruckt in so einer Druckerei auf so dickem Papier. Und wir haben Spielfiguren und alles. Und das ist eben. Ja, nicht nur unbedingt in erster Linie ein Trinkspiel, aber auch, es geht auch um Einsätze, die natürlich nicht monetär sind, weil das wäre ja illegal. Und es geht aber auch um einfach zum Beispiel Action. Also dann gibt es Felder, dass auch mal, keine Ahnung, trink eine Bombe oder mach 20 Liegestütze oder andere Sachen. Du wirst besteuert oder solche Sachen. Und ja, das spielen die Leute immer gerne. Aber ich muss warnen bei dem Spiel, das kann man nur zweimal spielen, weil sonst ist man echt dicht danach. Und ja, das gab es auch auf dem letzten Sunrise käuflich zu erwerben. Kommt aufs Liberty Sunrise 2023 und dann gibt es safe wieder eine neue Auflage der Agora Schatzsuche. Und ihr könnt dann auch Piraten sein und den Schatz suchen. Ja, ich weiß nicht, wir müssen, glaube ich, in der Post-Production irgendwo oben rechts so Dauerwerbesendung Ja. Aber das ist doch ein richtig gutes Stichwort. Dann mach doch Ja. nochmal Werbung für den anderen Kram. Ja, Ja, ich mache mal genau. Werbung. Ich mache mal Werbung für Kapital, also www.kapital-a.de, der Shop für libertäre Aufkleber, T-Shirts, alles, was das Herz begehrt. Der größte Online-Shop, wo auf mehrere Shops, die es früher gab, zusammengelegt sind. Es gab etatismusfreie Zone, falls das Leute noch von euch können, das ist da jetzt integriert.
Wir haben Rans Helden, Liberty Rising Merch, Kaffee Agora Merch eben auch. Deswegen mache ich Werbung dafür. Da gibt es Kaffee Agora Aufkleber, Tassen, Tanktops, weil wir sind ja alle breit. Capital Squad, das libertäre Musiklabel, hat da sein Merch. Chris B., so ein libertärer Künstler. Und da gibt es eigentlich alles, worauf ihr Bock habt. Also wenn ihr Bock habt, natürlich auf nicht auf Privateigentum und nur mit der Erlaubnis des Besitzers eure Aufkleber anzubringen, dann geht ihr auf kapital-a.de. Also das war jetzt tatsächlich 100% ernst gemeint. Ja. Was ja best ist. Aber zum Glück wissen wir ja alle, dass Staaten zum Beispiel, also sogenanntes öffentliches Eigentum... Es existiert nicht so wirklich. Genau, es existiert nicht. Aber trotzdem solltet ihr auch euch die natürlich vorher die Erlaubnis von, was weiß ich, eurer Polizeibehörde einholen. Ja. Aber also so rein philosophisch gesprochen würde ich sagen, dass Staaten natürlich auch kein Eigentumsrecht an irgendwas erwerben können. Und deswegen... Das ist jetzt aber nur ein rein theoretischer Gedanke. Ja, also daraus können die Hörer ableiten, was sie ableiten wollen. Ja, es steht auf jeden Fall nicht in Verbindung mit dem Thema Stickern oder Ähnliches. Von sachbeschadeter Schädigung raten wir ab. Und, genau, also ich rate von jeglichen Straftaten ab. Von jeglichen Algorithmus rate ich ab. Ja, also vor allem, wenn man sich erwischen lässt, dann rate ich besonders davon ab. Lasst euch nicht erwischen, Leute. Aber lebt euer Leben und macht doch einfach mal eine Kneipe auf, wie wäre es damit? Ja, tut, was richtig ist und was ihr für richtig haltet und nicht, was euch irgendjemand von außen aufzwingen möchte. Bist du denn geboren worden, um dich allem unterzuordnen? Ja, das absolut nicht. Aber wisst ihr, wo man sich auch eher weniger unterordnet, können wir ein bisschen thematischen Sprung machen, genau zum Thema Bitcoin. Und zwar insbesondere auch, wir hatten ja das Thema Gegenkultur, würde ich sagen, da fallen vor allem auch die 21 Meetups drunter. Ich glaube, die meisten sind auch eben auf die Marktradikalen, die-marktradikalen.cc/meetups eingetragen. Könnt ihr auch vorbeischauen. Vielleicht trefft ihr ja sogar mich. Also ich gehe immer zum 21 Meetup. Ich denke, ich kann da auch ein bisschen was drüber erzählen, weil ich den ortsansässigen 21-Meetup hier bei mir in der Nähe mitgegründet habe. Also wir machen das jetzt seit ein bisschen über einem Jahr. Ich glaube, jetzt letzten Monat war das einjährige Bestehen sozusagen. Es hat damit angefangen, dass wir uns zu viert in so einem Restaurant getroffen haben und das ist echt immer weiter stetig gewachsen. Also wir gehen jeden Monat in ein anderes Restaurant und treffen uns da, also bis irgendeiner uns mit Bitcoin zahlen lässt. Das hat leider noch keiner gemacht, aber irgendwann überzeugen wir noch mal jemanden. Und die Leute, die da kommen, die sind alle stabil, ja. Mir würde jetzt echt keiner einfallen, der auf dem Bitcoin oder auf dem 21 Meetup war, der nicht wirklich stabil war und alle super nett und eben interessiert. Und ich würde sagen, die allermeisten, die da kommen, sind eigentlich auch schon libertär. Sie wissen es bloß selber noch nicht. Also richtig gut zusammengefasst. Das war mein erster Gedanke, als ich das erste 21 Meetup gegangen war. Genau das. Ja, also man muss das denen dann zum Teil noch ein bisschen näher bringen. Aber ich meine, dass Steuern Raub sind, das haben sie alle relativ schnell verstanden. Enormer Raub sind Steuern. Ja, nee, und das sind auch zum Teil Leute, bei denen man das gar nicht so wirklich denkt, also zum Beispiel jetzt auch die zu den 21 Meetups kommen, also ich bin da eigentlich einer der Jüngsten, würde ich sogar sagen, und ich bin 23 und es zieht eben auch schon irgendwo sehr heterogene Gruppe an, also eben es gibt so ITler, die dann dort sind und dann gibt es so ein paar, ja, ich würde sie mal als Familienväter beschreiben, die halt irgendwie auf das Thema gekommen sind und damit sich jetzt eben auch beschäftigen. Und dann gibt es noch so ein paar, ja, ich würde so sagen, so Anfang 30 Pärchen, die auch kommen. Also, aber ist generell eine echt coole Truppe so und ich habe echt jedes Mal sehr viel Spaß und ich habe auch noch keinen einzigen verpasst. Also, ich fahre auch mal, wenn ich bei meinen Eltern bin, dann 3-4 Stunden mit dem Zug, damit ich 21 Stammtisch nicht verpasse.
Ja, also zu dem Stammtisch gehe ich auch auf jeden Fall regelmäßig und bei uns haben wir auch quasi ein kleines Agora. Also wir gehen nicht, also ich bin vor kurzem umgezogen und in der Stadt, wo ich herkomme, da war es so, da haben wir uns in der Bar getroffen, was aber auch richtig geil war, weil wir kannten den Eigentümer und wir wussten auch, dass der stabil drauf war. Und deswegen konnte man da auch mit Lightning bezahlen. Der hat sich dann den Abend freigenommen. Und seine Frau hat halt die Bar gemacht und er saß dann auch dabei. War richtig cool. Und jetzt, wo ich hingezogen bin, in der Stadt, wo ich jetzt wohne, da haben wir sogar einen privaten Raum, der halt, also das ist von einem Unternehmer und da treffen wir uns immer. Und es ist halt richtig cool, weil es hat echt diesen Agora-Vibe. Und es sind halt auch, also zum Sunrise kommen nur coole Menschen. Wenn ihr einen Café Agora aufmachen werdet, werden da nur coole Menschen hinkommen oder ihr werdet da nur coole Menschen reinlassen. Und zu den 21 Meetups kommen auch nur coole Menschen. Also es ist eigentlich dämlich, da nicht hinzugehen, weil was habt ihr zu verlieren? Ja, und also generell auch Bitcoin, also das war jetzt ja auch nur ein ganz kleiner Teil, den wir angesprochen haben. Also Gegenkultur generell ist da ja auch extrem viel eigentlich am Laufen. Also um mal zum Beispiel ein Shoutout zu geben an die PlebRap-EP, das habe ich heute beim Pumpen gehört. Das ist schon ziemlich nice und sehr professionell auch gemacht und kann man sich echt anhören. Also. Oder eben auch die ganzen Memes und Merch-Sachen, die da alle gemacht werden. Oder auch Filme, ja, zum Beispiel The Human Bee. Also das ist schon wirklich krass, was da kulturell alles organisch gewachsen ist und produziert wird vom ganzen Bitcoin und ja, in Deutschland eben insbesondere 21 Space. Also fettes Shoutout. Ich kann sagen, dass einer der Gründer vom 21 Podcast auch öfters im Agora schon war und immer noch manchmal vorbeikommt. Also auch Shoutout an den, du weißt, wer du bist. Also das ist eben dann eben auch alles miteinander natürlich verwoben, was ja based ist. Und das ist ja auch das Ziel. Also es geht ja da um Networking. Und das soll ja auch das Ziel sein. Also wenn ihr zum 21 Stammtisch geht, nehmt Sticker mit, legt die auf den Tisch. Nehmt Liberty Rising Sticker mit, Flyer mit, nehmt von den Marktradikalen Visitenkarte mit oder was weiß ich. Und Ja, wenn der Shop da ist, dann gibt es von uns auch Sticker und alles. ja. Also, und der kommt bald, wie immer. Diesmal aber wirklich. Ja, diesmal wirklich. Aber Ankündigungslord. was du gesagt hast zu den Stickern, also da habe ich den eigentlich meinen Lieblingsflyer, den du Johannes auch designt hast, da habe ich noch ein paar von rumliegen und die habe ich, als das erste Mal aufs 21 Meetup bei mir gegangen bin, habe ich die letzten, die ich noch hatte, mitgebracht, da einfach auf den Tisch Based. gelegt Sehr und gut. es war einfach so schön zu sehen, wie Leute sich das da durchlesen und irgendwie danach mir Fragen stellen, wie das jetzt funktionieren kann, aber nicht so wie irgendwie wie Andreas Kemper Leser, die irgendeinen Artikel von dem gelesen haben, Also du über meinst, sie Privat. werden nicht sofort zum Riddler und stellen dir ganz spezielle und spezifische Fragen, wie und denken sich irgendwelche Rätsel aus, wie das dann der freie Ja, Markt regeln würde. so genau das, was wir alle kennen. Also die sind einfach nur interessiert und natürlich sind die dann am Ende nicht vollkommen überzeugt. Also wer ist das schon? Aber du merkst halt beim 21 Meetup, die Leute sind halt open-minded und deswegen bringt Sachen mit, für die ihr euch interessiert. Lasst euch von denen über Bitcoin irgendwie aufklären und dann haben am Ende beide was davon. Also ist doch einfach nur geil. Ja, ich denke auch, also der ganz große, wie soll ich sagen, Punkt, der eben auch Libertarismus und jetzt die Bitcoin-Szene im Speziellen am stärksten sogar noch verknüpft, denke ich, ist eben auch österreichische Ökonomie. Also da sind ja auch sehr viele Libertäre interessiert, würde ich sagen. Und ja, die einzige andere Gruppe, die das so wirklich meiner, ja, soweit ich was weiß, macht, sind eben die Bitcoiner. Und ich meine, es ergibt ja auch Sinn, also aus den anderen, ich würde mal sagen, Mainstream-ökonomischen Theorien folgt ja eigentlich immer, dass Bitcoin scheiße ist. Aber Bitcoin ist nicht scheiße, sondern ziemlich cool. Enorm. Und besonders agoristisch auch. Also das Beste ist ja, die ganzen Bitcoiner sind Agoristen, ohne es zu wissen. Deswegen habt ihr da auch
wenn ihr irgendwie mit dem Thema ankommt, da stoßt ihr bestimmt auf Interesse. Ja, es gibt ja auch so Circle Economy Sachen und so weiter. Also vielleicht einfach mal beim ansässigen 21 Stammtisch nachfragen, ob nicht jemand ein paar Produkte für Satz verkaufen möchte. Das soll funktionieren, habe ich mir sagen lassen. Ja, ich habe auch gehört, dass das schon sehr aktiv funktioniert und dass ich ein bestimmtes Naturgut so beziehen kann, was mich auch sehr glücklich macht. Und wegen Circle Economic, da fällt mir die letzte ein, und also nicht die letzte, aber ist die letzte, die ich gehört habe, Schande über mich, über dieses Dorf in Südafrika, wo jetzt eine Circle Economic auf Bitcoin aufgebaut wird. Und damit habe ich versucht, weil ein Familienmitglied ist gerade in Südafrika und das habe ich dem halt geschickt. Und es war so geil zu hören, wie man dann so Nachfragen bekommt und wie sich die Leute echt dafür interessieren. Weil ich muss halt echt sagen, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die meisten Bereiche in unserem Leben sind eh anarchistisch. Und wenn die Leute das mal raffen, dann interessieren sie sich da auch für und stellen nicht irgendwie solche komischen Fragen, wo du dann für jedes Problem eine Lösung finden musst. Ja, wie, du bist Anarchist? Löst mal alle Probleme der Menschheit. Ja, der Riddler kommt dann raus plötzlich, ne? Ja, aber ich meine, die meisten Leute, die also wenn die überhaupt nur wüssten, dass eben Staaten ja auch zueinander im Zustand der Anarchie sind, aber ne, anderes Thema, aber da sehe ich auch sehr viel gekope zu immer. Ja, also es geht, vielleicht kann man das nochmal zusammenfassend sagen, darum nicht immer nur rumzuheulen, dass alles schlecht ist, deswegen habe ich vorhin auch so auf Discord geschissen und auf so Discord-Meetups, sondern halt Workarounds zu finden, wie man das einfach aushebeln kann, und das ist ja im Prinzip Algorithmus. Also scheiß einfach drauf, die wollen dich ficken, okay, dann mach doch einfach irgendwas, wo die dich nicht ficken können. Keine Ahnung, kauf Bitcoin, geh ins Café Agora, obwohl Corona-Maßnahmen sind, was wir natürlich nicht gemacht haben. Keine Ahnung, schau einfach, es liegt an dir, die Workarounds zu finden und nicht unbedingt in erster Linie daran, dass der Staat sich ändern muss. Der Staat ist scheiße, aber da kann man jetzt erstmal als Privatperson nichts dran machen. Man kann nur was an seinem direkten Umfeld machen. Und das hat dann ja auch einen Butterfly-Effekt, wie wir vielleicht heute ganz gut darlegen konnten. Ja, und ich meine, man hat heutzutage, das muss man sich ja auch mal denken, wir haben viel mehr Mittel eigentlich, die wir verwenden können, als so ziemlich die allermeisten Anarchisten, die vor uns gekommen sind. Ja? Wir haben das Internet, wir haben so Sachen wie Verschlüsselung. Ja, egal wie viel Druck darauf ausgeübt wird, der Staat kann die Verschlüsselung, wenn alles richtig läuft und gemacht wird, nicht knacken. Ja? Das sagt sogar Edward Snowden. Also generell, ja, verschlüsselte Messenger oder wenn es um wirklich relevante Sachen geht, einfach verschlüsseln. Ja? Das ist schon mal ein starkes Tool. Und eben, ja, wir hatten es schon, Bitcoin und natürlich aber auch Monero. Also wenn man wirklich Privacy, also Anonymität braucht, dann ist Bitcoin nicht immer ganz perfekt. Deswegen, oder meistens nicht. Deswegen, ja, da vielleicht dann sogar Monero verwenden. Aber wenn man schon Bitcoin hat, kann man die sich easy holen über einen Service wie zum Beispiel Sideshift AI. Ja, zum Beispiel aber auch das Darknet. Also es ist tierisch einfach heutzutage da auch einen eigenen Server auf dem eigenen PC laufen zu lassen. Das dabei Shoutout an den Zwiebel-Workshop vom letzten Sunrise. Da war das nämlich eine Aufgabe bei. Und es ist halt echt eine Sache von 5 Minuten. Das habe ich davor auch nicht gedacht. Aber man hat heutzutage so viele Tools und man muss nur die Augen aufmachen, eine Suchmaschine benutzen und dann kann man sie finden. Also ich denke, wenn man auch das Darknet anspricht, dann kommt man gerade bei dem Thema Algorithmus auch nicht um den Namen Ross Ulbricht. Also ja, man könnte ihn einen Märtyrer nennen, denke ich. Ich möchte kurz reinreden und sagen, dass Ross Ulbricht immer noch zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Nur tägliche Erinnerung. Solltet ihr eigentlich jeden Tag jemanden anrufen, random aus eurer Kontaktliste und ihm das einfach so sagen und auflegen? Ja, vor allem, weil seine Strafe halt total unverhältnismäßig und auch drakonisch ist. Also er hat ja für einen Victimless Crime, also dass er eine Webseite programmiert hat, also für die, die ihn nicht kennen, er hat
Ja, wie war jetzt der Name? Aber er hat den Das ersten, Silk Road, oder? genau die Silk Road, den ersten Darknet Marketplace. Also man konnte dort eben Drogen kaufen, unter anderem. Das war, glaube ich, das Hauptgeschäft, was darauf ablief. Und ja, einfach dafür, dass er eine Webseite programmiert hat. Und er hat ja niemanden direkt geschadet, also damit. Dafür hat er, glaube ich, 80 Jahre oder so bekommen oder noch länger. Nein, zweimal lebenslänglich plus 40, glaube ich. Aber Zweimal was du auch Lebenszeit. noch Aber er wird gesagt, im Knast sterben, also das ist ja, relativ klar. und du meintest, es ist ein opferloses Verbrechen, was man dazu noch sagen muss. Er hat nicht nur nichts falsch gemacht, er hat ultra vielen Menschen einfach geholfen. Also das ist ja ein richtiger Dienst an der Menschheit eigentlich, so einen Marktplatz zu schaffen, wo Menschen einfach frei handeln können. Ja, Also vor allem, dass er die Idee auch irgendwo, wie soll ich sagen, bewiesen hat. Damit hat er ein bisschen, man könnte sagen, die Büchse der Pandora geöffnet, was das angeht. Also, ich meine, seitdem gibt es ja immer, wenn die Cops einen zumachen, kommt der nächste daher. Also. ja, dafür wollten sie seinen Kopf haben. Auch noch jemand, zwei Persönlichkeiten, die auch based sind. Und den einen, der wurde, sagen wir mal, geselbstmordet. John McAfee, würde ich hier noch mal ansprechen, weil der bei uns auch an der Wand hängt im Agora. Stabiler Ehrenmann. Und den haben sie auch irgendwie Vergewaltigung oder sowas vorgeworfen. Und zwar ist das der Cody Wilson von Defense Distributed, der die erste. Ja, das heißt die erste, aber der hat eben diese Liberator 3D gedruckte Pistole entwickelt mit seiner Firma. Das war so schon im Prinzip die erste 3D-Waffe, die jeder sich wirklich ausdrucken und bauen Die konnte. vor allem halt auch ins Internet hochgeladen wurde. Das war ja das große Ding, dass er da dann auch ewig rumgetan hat mit der US-Regierung. Ja, da kann man auf jeden Fall auch Jay Stark erwähnen, der auch ein paar Tage danach draufgegangen ist, nachdem er von den deutschen Cops gebastelt wurde. Also auch ein absoluter Ehrenmann, der nichts falsch gemacht hat und der Menschheit einen Riesendienst erwiesen hat. In der Tat, RIP Jay Stark, absoluter Ehrenmann und er wird ewig in Erinnerung bleiben. No. Ja, genauso kann man das sagen. Und da kann man auch noch auf etwas anderes zurückkommen, nämlich dieses Café Agora-Konzept. Das könnt ihr eigentlich auf alles anwenden. Also ihr müsst da jetzt nicht irgendwie einen Raum mieten und da, keine Ahnung, das machen, was wir jetzt vorgestellt haben. Ihr könnt eigentlich alles daraus machen. Also Johannes, du meintest beim ersten Sunrise, glaube ich mal, dass man auch, keine Ahnung, sich ein Van mieten kann und da irgendwas machen kann und damit dann zum See fahren mit den Leuten oder irgendwas einfach. Also es ist einfach nur dieses Konzept, dass man irgendwas Gegenkulturelles machen sollte, um halt zu zeigen, dass man halt nicht auf den Staat angewiesen ist. Ja, ganz richtig. Also die Idee mit dem Van kam tatsächlich, dass wir Triadentreffen machen wollten. Und da hieß es von einem Triadenleiter, ja, das war im Corona-Winter, das hieß es, ja, wir kommen nirgendwo rein. Keiner hat ein Zertifikat, wir kommen nicht rein, wir können uns nirgendwo treffen, wir können kein Triadentreffen abhalten. Und ich habe dann eben die Idee gehabt, ja, okay, ihr könnt euch keinen Raum vielleicht leisten, vielleicht, keine Ahnung, legt zusammen, mietet euch einen Wohnwagen, einen VW-Bulli oder so, stellt ihn irgendwo ab, wo man Strom hat, dann könnt ihr den heizen, macht da Glühwein heiß und das war nur so eine Idee. Aber auch das, ja, oder zum Beispiel auch was auch, ja, wo das Sunrise ja in die Richtung geht, aber eben noch ohne Musik leider, so ein libertäres Festival, das würde auch noch in die Richtung gehen. Einfach so, man kann sich da sehr viel von den Linken anschauen. Ich komme ja auch so ein bisschen aus dem Punk-Bereich und gehe gerne auf Punk-Konzerte und so und höre gerne eigentlich auch ziemlich viele linke Musik. Die haben halt sehr viel sehr richtig gemacht, ne? Also das muss man denen schon lassen. Und wir haben eben im Vergleich dazu sehr viel, sehr falsch gemacht. Also, wie gesagt, was soll das überhaupt sein? Libertäre Subkultur, was sind unsere Symbole, was sind unsere Lieder und so weiter. Und damit beschäftige ich mich eigentlich auch schon ein bisschen länger. Ich war davor schon woanders aktiv, in einer anderen libertären Organisation und habe mir immer diese Fragen gestellt. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass zwar ein großer Nachteil ist, dass es eben in Deutschland nicht wirklich eine liberale Geschichte gibt. Es gibt ja eine uralte kommunistische Tradition in Deutschland zum Beispiel. Oder es gibt auch von mir aus eine
mega lange konservative Rechte, Neurechte, Nazi-Tradition in Deutschland, wenn man so einer ist. Aber die Deutschen waren halt schon immer so ein Untertanenvolk und hier ist nicht viel Liberales, auf das man sich zurückbeziehen kann. Und das, was da ist, das ist halt so Burschenschaftszeug, ne? Und das ist eben ein Nachteil, wie gesagt. Aber es ist halt auch eigentlich unser größter Vorteil, weil wir uns eigentlich alles aus dem Boden stampfen können, was wir uns nur ausdenken können. Also alles, was man sich, was einem in den Kopf kommt, kann man den Leuten vorstellen und schauen, ob sie es annehmen als subkulturelles Element und dann damit arbeiten. So. Wie gesagt, bei uns hängt auch Cody Wilson an der Wand. So. Den kennt kein Mensch. Und ja, es geht halt dann darum, haben die Leute Bock drauf, man soll nichts erzwingen. Und die Leute nehmen ganz viele Sachen halt selektiv an und dann arbeitet man damit halt weiter und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also wenn man auch auf The Sunrise guckt, habe ich schon das Gefühl, dass sich da schon mittlerweile so eine eigene, ja, so, man könnte schon Subkultur nennen, rausgebildet hat, ne? Ja, also meine Idee dazu wäre halt, da habe ich mal drüber nach, also nicht, dass ich das mache, sondern dass das geil wäre, also so libertäre Waves einfach organisieren, weil bei uns, also die Studenten, es gibt halt so viele Waves bei uns, wo dann irgendwie die scheiß UdSSR-Flagge hängt oder sowas und das kann sich halt kein Mensch geben, aber irgendwie sowas, das erfordert wenig Aufwand und ihr tut den Menschen damit was richtig Gutes und euch halt auch, weil ist halt irgendwie blöd heutzutage noch, also wohl eher vor ein paar Jahren, also ich würde sagen, heutzutage gibt es überall, egal wo ihr wohnt, ein Angebot für euch, wo ihr auch Leute in eurer Gegend treffen könnt, wenn ihr euch nur anstrengt. Ja, aber vor ein paar Jahren war das halt noch anders. Genau, und deswegen macht halt einfach was. Ja, macht libertäre Raves, passt auch gut zum Thema, ne? Der offene Drogenmissbrauch und so weiter. Also Raves sind schon enorm libertär eigentlich, ja. Aber leider eben auch ziemlich krass unterwandert natürlich von den Linken. Das stimmt leider. So. Aber das lassen wir jetzt nicht als Schlusswort stehen, oder? Nee. Haben wir denn noch was? Will noch irgendwer was loswerden? Aber was ich vorher vielleicht ein bisschen vergessen habe, war, ja, man muss natürlich, wenn man sich Kryptowährungen kauft, auch drauf schauen, dass das am Ende nicht trackbar ist, also eben Monero verwenden oder die Bitcoin eben, also nicht halt irgendwo auf einer Seite kaufen, wo man dann seinen Ausweis hinschicken muss, weil dann könnt ihr das nachvollziehen. Oder verwendet einfach gutes, altes Bargeld. Ja. Und in Zukunft wird es da aber noch ein paar andere Sachen geben. Die sind also, um eben Fiat in Krypto zu verwandeln. Aber da das ist alles noch in der Pipeline. Also ich schmeiß einfach mal zwei Namen rein, Haveno und Serai. Die entwickeln das gerade. Ich habe auch gehört, wenn ihr auf euer 21-Meetup geht und ein absoluter Noob seid, was Bitcoin angeht, da wird es immer jemanden geben, der euch Bitcoin gegen Bargeld verkauft. Einfach, weil die Leute so nett sind und es halt selber auch feiern, wenn andere neu in den Space kommen. Also da geht einfach hin, fragt nach und irgendwer wird euch helfen. Ja, oder eben auch einfach direkt welche verkaufen. Ja. Peer-to-Peer, das ist natürlich immer sehr gut. Also wenn die einen am Ende dann nicht verraten, wenn dann die Cops vor der Tür stehen, im schlimmsten Fall. Das stimmt. Ich kann vielleicht noch zum Schluss sagen, weil ich jetzt so viel theoretisiert habe über Gegenkultur und so, oder wir zusammen, es geht gar nicht darum, jetzt künstlich auf Krampf irgendeine Gegenkultur aufzubauen, sondern es geht doch mehr darum, um so eine Art Lebensgefühl. Also was für ein Lebensgefühl vermitteln wir den Leuten, wenn die zum ersten Mal zu uns kommen, wenn die zum ersten Mal zum Beispiel ins Café Agora kommen, oder was für ein Lebensgefühl vermittelt man oder eben auch nicht, wenn man zum ersten Mal auf einen Stammtisch der liberalen Hochschulgruppe kommt. Ne? Und das ist halt eigentlich das, warum die Liberalen in den letzten Jahren so unerfolgreich waren, weil sie das nicht geschafft haben, das auf die Kette zu bekommen, den Leuten ein eigenes Lebensgefühl zu vermitteln, obwohl es doch eigentlich so einfach sein sollte, weil wir sind ja die Leute, die für Freiheit sind, für Selbstbestimmung, für mach mit deinem Körper, was du willst, hab die Remington im Wandschrank,
zieh dir rein, was du willst, oder lass es, geh pumpen, oder lass es, kauf Bitcoin. Punkt. Und eben nicht die, die allen Leuten irgendwas verbieten wollen. Und wenn wir das hinbekommen, dass die Leute direkt so von so einem Spirit gecatcht werden, wenn die zu uns kommen, wenn die bei uns auf die Meetups kommen, wenn die auf die 21 Meetups kommen, was weiß ich, auf die marktradikalen Meetups, auf die Triaden treffen, dann haben wir auch eine Aussicht auf Erfolg. Ja, also Leute, organisiert euch und Steuern sind Raub. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das kann ich nur so stehen lassen. Steuern sind Raub und es steht an jeder Ecke, EZB verrecke. Based.